Moin Leute, Epic Gaming Corporation und weiter geht's mit dem Let's Play von FIFA 12. Nun gegen Babelsberg, die lassen wir mal im blauen Trikot spielen. So, genügend Punkte Abstand haben wir im Moment. Wir wollen aber weiterhin, wenn es noch geht, den Abstand vergrößern. Immer weiter und den letzten Spieltag da. Wenn wir es uns leisten können, dann machen wir es auch. Dann spielen wir einfach ganz anders, so riskant, so was wir noch nie gemacht haben. Und ja, ist ja egal, ob wir da gewinnen oder verlieren. Da sehen wir so mal 10 Punkte Abstand zum zweiten. Oh, ist doch mal ganz gut eigentlich mit den Unentschieden, die wir letzte Spiele hatten. Also das letzte war, glaube ich, ein Sieg, und aber davor halt die letzten, was weiß ich, 10 oder was weiß ich, 30. Nein. Gegen Babelsberg könnten wir natürlich locker alles erhöhen, also von dem Punkteabstand hier. Denn ich glaube, gegen die haben gute Chancen. Donnarigga, unser Flitzebogen hier. Ja, das ist doch mal was. Das ist ein guter Start für Oberhausen und für... Naja, und meine Position wird gefestigt. Als Trainer. 1:0 gegen Babelsberg, doch. Jetzt wollen wir natürlich aber auch nicht nachlassen. Wir wollen ein bisschen mehr Tore raufsetzen. Wenn es auch geht, gar keine Torchance Babelsberg geben. Sonst reg ich mich unnötig auf. Oh. Nee, du. Jetzt haben wir es. Jetzt haben sie es. Ui! So müsst ihr euch ja jetzt kriegt ihr diese paar. Diese Partie kriegt Babelsberg ein paar Chancen, macht sie nicht rein, aber wisst ihr, wie das mir manchmal geht, oh. Wenn keine einzige Chance reingeht. So. Zack. Zack. Bitch. Zack. Nein. Boah. Shit. Na komm. Jetzt hier, ne? Aber jetzt. Uiuiui. Na, habt ihr wieder Glück gehabt, du. Oh. Mein eigener Spielerblock. Och, komm. Geh du mal schon einen Ticken raus, Torhüter. Du glaubst jetzt nicht ernsthaft, dass ich das hier so einfach mache, da durchzugehen, hä? Ja, nach dieser Ecke. Passt auf. Da kommt der Konter. Reichert. Zu Born Forbes und jetzt Abel. Oh, okay, Abel, Glück gehabt. Ich hätte rumgestänkert jetzt. Oh, scheiße. Das meine ich so. Flanken. Oh, nö. Die Precision ist not gut. Nein! Wie kannst du den nicht machen? Oh! Das schauen wir uns mal an hier. Gut gehalten vom Torhüter von Babelsberg. Solche Reflexe muss man haben, du. So, Reichert. Ich bin jetzt höchst motiviert. Los, 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 los! Ui! Junge! Was geht? Na komm, komm, hier, los, los. Put, put, put. Los. Give me the ball. Nee, 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 so ist das ja nicht, ne? Ich laber total Bullshit hier. Was ich eigentlich die ganze Zeit immer tue. Nein! Jetzt, nee, ja, aber komm, komm. Wenn ja einer den Ball verdient hat, dann bin ich das doch wohl hier. Ja, nice. Jetzt Arbeit, komm, den holst du dir. Die Pille holst du dir. War noch nicht. War unmöglich, den zu holen. Sei denn, du hättest super Jump gemacht und dann mit, ja, mit der Brust da in der Luft den Ball genommen. Dann wäre das möglich. Was machst du da? Nein!
Bullshit. Geht doch. Auch schöner ist, weil das... Nee, gehört sie nicht in unserer Sportausstellung. Verbesserungswürdig diese Aktion, so wie die Grätsche. Ja, das war jetzt doof von. Nein! Nein! Ha! Scheiße. Ey, wenn ihr noch ein Tor schießt in der ersten Halbzeit, dann beiß ich mir ins Bein. Ich glaube, das würde lustig aussehen. Jetzt der Konter, komm, lass mir den Konter noch. Los, ja! Ja, komm, schneller, du bist schneller. Oh, hu, hu, hu. BTF. What the fuck? Wer auch immer daneben geschossen hat. Ich glaube, das war Ellmann. Auch mal, du bist in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, wenn es so reif ist. Wenn, obwohl. Können wir jetzt eigentlich tun, aber... Ja, Ellmann. Ja, aber ist irgendwie zurzeit auch nicht so gut. Ich glaube, die Position ist not so gut vor ihm. Wir können das ja mal so tauschen mit Reichert und dann ja, mal gucken, wie das sich dann entwickelt. Oder wir setzen mal Abel mal wirklich auf die Bank, was wir eigentlich mal so vorhaben, aber immer wenn wir das sagen, dann macht er irgendeine gute Aktion, zum Beispiel ein Tor, eine Torvorlage und dann scheitert das. Oh! Ach so, abseits. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, wir können das eigentlich jetzt schon eigentlich ausprobieren, dass wir Abel mal gar nicht auf dieser Position spielen lassen, sondern Reichert und Abel halt, ja, in dem Bereich ist, ne? Weiter hinten. So. Ich glaube, da wird sich zwar nicht so viel ändern, aber vielleicht hat ja Reichert so die ein oder andere bessere, sehenswerte Möglichkeit, Aktion, die er gleich bieten kann. So wie jetzt zum Beispiel. Also, da fing ja echt schon gut an. Reichert lassen wir, glaube ich, demnächst mal immer da spielen. Haben wir Duran, passt, ja. Er kommt durch, Schuss, und oh! Boom! Ja, jetzt aber! Jawoll! Jetzt klappt doch alles hier. Ich sag doch, wir gewinnen 2-0 sehr souverän. Okay. Scheiß drauf, was... Die eine Chance da betrifft von Babelsberg. So, ey Mann, du bist raus. Du hast mir jetzt ein paar Mal zu oft gepatzt. Jojo können wir wirklich mal bringen. Dafür geht... Warte, nein, nein, nein. Klinger. Nee, Jojo haben wir immer... So, machen wir es doch so. Ende aus. Aber trotzdem 2-0. Menschenskinder. Das gucken wir uns auch nochmal an hier. Da wird tatsächlich noch unser Elmer, glaube ich, umgenietet da. Tja. Da sind wir Bauern Hobbes. Unser Capitano. Tja, und Jojo darf ran. Wie pervers hört sich das an. Und Jojo darf ran. Verändert nicht mal diese Aussage. Er darf ran. In einem Spiel mit 11 Mann. Er darf an den Ball ran. Ganz genau. So. Und der Renova kommt durch. Vielleicht kriegt er jetzt ein Tor. Der kriegt da. Es steht 3-0 vor Oberhausen. Wir haben es geschafft. Wir machen jetzt mal den Stein. Ja, wer nicht weiß, was ist das? Jubel. Ich glaube, so heißt der. Ich hätte auch passen können zu Reichert. Guck mal, der steht schon Gold richtig wieder mal. Ich glaube, Ellmann... Nee, das... Abel. Ich glaube, Abel hätte da nicht so gut reingepasst.
Also das mit bereichert ist schon eine Bereicherung. Ich sag schon wieder, ey, was ein Scheiß. Bereichert. Er bereichert uns, der Reichert. Ist schon viel besser eigentlich mit Reichert da. Jetzt wissen wir, wer mal da so das Allerübel in der Offensive war. Ja, der Arme. Tja, und Duran kriegt mal gleich seine Chance, macht eine Torvorlage und wir haben das nächste Tor geschossen und machen hier auch mal den Stein, weil er so schön ist. Wie gesagt, wenn er so Jubel so heißt, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Zack, zack, drehen ist das Ding. 4-0. So. Und jetzt streben wir natürlich etwas an. Ja, wir streben alle was an. Und zwar, dass wir hier 7-0 vom Platz gehen oder 6-0. 4-0 reicht uns nicht. 5-0 ebenfalls nicht. Und wenn die jetzt auch noch ein Gegentor schießen, dann. Nee, das kriegt ihr noch nicht hin. Wow! Oder noch, die könnten es wirklich hinkriegen. Mann, Scheiß. So, jetzt hier. Duran. Duran immer noch einmal. Tja, nix da. Faul mich, faul, 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 faul. Nein! Wir können auch eine Auswechslung tätigen, wenn ich mich so recht erinnere. Aber du wirst eh nächstes Spiel nicht in der Startaufstellung sein. Tut mir leid. Terranova kommt dann halt dahin und auf Konkunat. Alle, die offensiv gespielt haben, können jetzt defensiv ran. Ja, das war's eigentlich. Das mit offensiv mache ich jetzt den Flügelspieler. Schließlich, der tauscht mit Abel. Is not good so, as I think. But we can do it. Do it yourself. So, komm. Oh. Aber jetzt beherrsch. Ihr wollt doch nicht, dass ich böse werde, oder? Ihr wollt doch noch nicht 10-0 verlieren. Also zweistellig. Alter! Was? Wie so eine Art Pinball oder so. Abseits. Kleiner, jawoll. Zack, mal schießen wir mal vorne. Ja, da verliert Babelsberg. Ich glaube, das mit den Nüssen, sie wird doch nichts. Duran, der immer so lange den Ball halten kann. Ah, schade. Zack. Nee, doch kein Ball gewonnen. Egal, jetzt. Oh. Ich will hier ohne Gegentor weggehen, das ist euch schon bewusst. Bam! Alter, kommt an. Oh, schade. Ja, rennen hinterher. So, wir haben 4-0 gewonnen. Ich hoffe, unser Abstand wurde von 10 auf 13 Punkte. Vom zweiten Platzierten. Und da sehen wir nochmal das 1-0. Jawohl. Da kommt das 2-0. Ebenfalls von Toron Ragi. Riga, Toron Riga oder so, keine Ahnung. Da hier nochmal Terranova. Und dann Dura mit der Vorlage. Da das dritte Tor macht unser Toron. Abgekürzt einfach Toron. So, Tore 3, ja. Torvorlagen. Ja, Abel 2. War das nicht Reicher, der da vorgelegt hat? Jetzt mal ohne Flachs. Egal. Wir setzen jemand anders diesmal in der Startaufstellung. Und zwar nicht den Abel. Nee, 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 nee. Aber wir sehen uns halt beim nächsten Part. Das kann ich dann euch dann erst zeigen im nächsten Spiel gegen Erfurt. Also bis denn.